In diesem Video geht es um den hydrostatischen Druck. Der hydrostatische Druck ist in der Schule etwas leichter zu behandeln als der atmosphärische Druck, weil der hydrostatische Druck, da geht es um den Druck in Flüssigkeiten und dort haben wir deutlich kleinere Ausdehnungen, als es bei der Atmosphäre der Fall ist. Beide Drucke, der hydrostatische und der atmosphärische Druck, wird von der Gravitation beeinflusst. Bei dem hydrostatischen Druck können wir aber einige Vereinfachungen machen. So, ich möchte Folgendes notieren. Atmosphärischer Druck wird von der Gravitation beeinflusst. Bei dem atmosphärischen Druck spielen Entfernungen eine Rolle, bei der eine konstante Schwerkraft nicht mehr angenommen werden kann. Wie ist das zu verstehen? Also wenn wir jetzt unsere Erde haben, dann ist die Gasschicht um unseren Planeten, die Ausdehnung ist so groß, dass die Teilchen, die sich weiter weg von der Erde befinden, natürlich schwächer angezogen werden als die Teilchen, die sich in der Nähe der Erdoberfläche befinden. Bei kleineren Entfernungen können wir aber eine Vereinfachung machen, und zwar bei dem hydrostatischen Druck. Und hydrostatischer Druck wäre dann aus dem Griechischen frei übersetzt der Wasserdruck. Also es geht hier um Flüssigkeiten. Bei der Betrachtung der Formel zur Berechnung des hydrostatischen Drucks verwenden wir ein einfaches Modell, also ein einfacheres Modell als das Teilchenmodell. Und wir starten mit folgender Überlegung. Das Wasser in einem Gefäß ruht, das heißt, Wasser in einem Gefäß bewegt sich nicht, zumindest nicht ohne einen äußeren Einfluss. Das bedeutet dann für die Flüssigkeit, in jedem Punkt in der Flüssigkeit herrscht ein Kräftegleichgewicht. Warum können wir uns da so sicher sein? Da die Punkte in dem Wasservolumen sich nicht bewegen, müssen sie auch kräftefrei sein. Ja, weil wir haben jetzt keine Geschwindigkeit. Keine Geschwindigkeit ist eine gleichförmige Geschwindigkeit. Und das bedeutet, wir haben dort keine Beschleunigung. Keine Beschleunigung bedeutet keine Kraft. Also wenn wir jetzt hier in diesem Gefäß Wasser betrachten und in diesem Wasser einfach einen Punkt uns anschauen, dann möchte ich jetzt hier einige Kräfte anzeichnen. Zum Beispiel diese Kraft Fy+, das soll jetzt eine Kraft sein, die in die Y-Richtung nach oben zeigt, deshalb das Pluszeichen, beziehungsweise Fx+, das wäre die Kraft in die positive X-Richtung. Fy- und Fx-, all diese Kräfte müssen sich ausgleichen, sonst hätten wir ein Ungleichgewicht und ein Wasserstückchen hier wäre dann beschleunigt und sowas wie ruhendes Wasser könnte es dadurch einfach nur nicht geben. Und da es nicht der Fall ist, zumindest so unsere Beobachtung, muss in jedem Punkt von einem ruhenden Wasservolumen ein Kräftegleichgewicht herrschen. Nun setzen wir unsere Überlegung fort. Je tiefer sich ein Körper im Wasser befindet, desto höher ist die Wassersäule, die über ihn liegt. Wie ist das zu verstehen? Aber wir haben jetzt hier wieder ein Wassergefäß. Und in diesem Gefäß haben wir jetzt hier einen Körper. Diesen Körper würde ich gerne als Probekörper bezeichnen, weil es jetzt hier nicht um diesen Körper selbst geht, sondern um den Wasserdruck, den dieser Körper an dieser Stelle erfährt. So, die Wassersäule, von der ich hier spreche, wird jetzt hier mit diesen gestrichelten Linien angedeutet. Und aufgrund dieser Wassersäule gibt es eine Kraft, die auf
diesen Probekörper wirkt und diese Kraft entspricht der Schwerkraft, die auf diese Wassersäule wirkt. So, die Wassersäule entspricht, die Höhe der Wassersäule entspricht der Wassertiefe, in der sich unser Probekörper befindet. Also, die Wassersäule übt auf den Probekörper eine Kraft aus, die ihrer Gewichtskraft entspricht. So, nun können wir diese Gewichtskraft berechnen. Das ist die Masse von dieser Säule hier multipliziert mit dem Ortsfaktor. Die Masse dieser Säule können wir ausrechnen. Das ist das Volumen der Säule multipliziert mit der Dichte des Wassers. Also Volumen mal die Dichte entspricht der Masse hier. Den Ortsfaktor können wir einfach so abschreiben. So, nun können wir das Ganze dreidimensional betrachten. Unser Probekörper wird jetzt hier quaderförmig, würfelförmig dargestellt und unsere Säule wird zu einer echten Säule. Dann gibt es hier eine Oberfläche und das ist sozusagen die Grundfläche unserer Wassersäule. Und mit dieser Fläche hier und der Höhe hier können wir das Volumen unserer Säule berechnen. Das ist nichts anderes als diese Grundfläche mal die Höhe. Und so erhalten wir das Volumen von dieser Säule. Die Kraft pro Fläche entspricht hier dem hydrostatischen Druck P von H in der Tiefe H. Warum P von H? Weil alleine, wenn wir jetzt das Bild hier betrachten, ist es klar, dass der Druck von der Wassertiefe abhängig sein muss, weil die Masse dieser Säule ist umso größer die Höhe der Säule ist. Deshalb ist der Druck P abhängig von H und diese Abhängigkeit deuten wir mit dieser Schreibweise an. So, wir haben hier einmal diese Kraft hier und wir wollen zum Druck kommen. Druck ist ja Kraft pro Fläche. Also, wenn wir diesen Druck in der Abhängigkeit von der Tiefe berechnen wollen, müssen wir diese Schwerkraft durch die Grundfläche der Säule teilen und dann bekommen wir eine Größe, die von dieser Fläche losgelöst ist, also den Druck in dieser Höhe. So, nun können wir unsere Formel für die Schwerkraft da auch einsetzen. Das ist die Oberfläche der Säule mal die Höhe mal die Dichte des Wassers mal den Ortsfaktor und wir teilen durch die Grundfläche der Säule und stellen fest, sowohl in dem Zähler als auch in dem Nenner haben wir diese Grundfläche und die können wir jetzt wegkürzen, sodass sich der hydrostatische Druck in der Höhe, in der Tiefe H darstellen lässt als die Tiefe mal die Dichte vom Wasser mal Ortsfaktor. Das Ganze können wir jetzt allgemein sagen. Allgemein gilt für den hydrostatischen Druck in einer Flüssigkeit mit der Dichte Rho in der Tiefe H, dass der hydrostatische Druck von H, also P von H, gleich H mal Rho mal G ist. Zumindest so steht es in den meisten Schulbüchern. Eigentlich sieht die Sache etwas anders aus. Also es gibt noch einen zusätzlichen Term. Und zwar, wir haben jetzt hier natürlich diese Wassersäule, aber es gibt noch einen zusätzlichen Druck in diesem ganzen Bild. Und zwar, es gibt auch einen Luftdruck, der auf die Wasseroberfläche hier wirkt. Sonst könnte sich auch keine Wasseroberfläche bilden. Also eigentlich musste diese Formel jetzt um diesen Summanden hier ergänzt werden. Deshalb schreibe ich jetzt hier in blau ein P0. P0 steht jetzt hier für so einen Grunddruck. Das war jetzt hier der
Luftdruck. In den meisten Fällen muss man aber diesen Luftdruck gar nicht beachten, weil wir dann den Wasserdruck relativ zum Luftdruck messen. Also Anmerkung: Der Einfluss von P0 kann oft vernachlässigt werden. Und der hydrostatische Druck wird dann relativ zu P0 angegeben. Nun haben wir eine Formel, mit der sich der hydrostatische Druck berechnen lässt. Diese sollten wir aber auch kritisch hinterfragen, und jetzt brauchen wir auch eine experimentelle Möglichkeit, diese Formel zu untersuchen. Und um einen Druck messen zu können, brauchen wir ein entsprechendes Messgerät. Und jetzt kommen wir zu der Messung des hydrostatischen Drucks und gucken uns das sogenannte U-Rohr-Manometer an. Manometer kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal aus dem Wort Manus, was so viel bedeutet wie dünn, und Metron, das bedeutet zu Deutsch so viel wie Maßstab. Also irgendwie Manometer wäre irgendwie so ein Dünnmaß. Irgendwie so könnte man das übersetzen. Für uns ist es wichtig, ein Manometer ist ein Instrument, mit dem wir den Druck messen. Und U-Rohr-Manometer, das ist einfach eine spezielle Bauweise, um das Ganze relativ simpel technisch umzusetzen. So, wir können uns eigentlich direkt den ganzen Aufbau von dem Experiment anschauen. So, das sind jetzt die wesentlichen Teile. Wir haben einen Wasserbehälter, hier ein Kunststoffrohr oder ein Glasrohr, was hier entweder so zur Seite geöffnet werden kann oder nach oben oder nach unten. Das wäre jetzt die sogenannte Sonde. Hier in dem Behälter befindet sich Wasser. Die Sonde befindet sich in einer Tiefe H. So, dann haben wir jetzt hier innerhalb der Sonde und in dem folgenden Schlauch und auch hier Luft. Und natürlich in der Umgebung befindet sich auch die Luft. Die gestrichelten Linien bezeichnen natürlich Wasser. Und das U-förmige Rohr ist unser Manometer. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir haben bei dem Manometer einmal hier einen Wasserspiegel, der unterhalb des Wasserspiegels auf der anderen Seite liegt. Woran liegt das? Wir haben jetzt hier einen Wasserdruck. Dieser übt natürlich eine Kraft auf diese Öffnung hier aus. Diese Kraft wird dann natürlich auf die Wasser-Luft-Grenzschicht ausgeübt, sodass der Druck, der Luftdruck in der Sonde und auch in dem Schlauch erhöht wird. Und das führt dazu, dass eine Kraft auf diese Grenzfläche hier ausgeübt wird, sodass das Wasservolumen hier nach unten gedrückt wird und dadurch hier unser Wasserspiegel wiederum nach oben bewegt wird. Und das Ganze, also diese Wasseroberfläche, steigt hier bzw. sinkt hier so lange, bis sich ein Gleichgewicht hier gebildet hat. Und was wir ablesen können, ist die Differenz zwischen diesem Wasserspiegel und diesem Wasserspiegel. Und diese Differenz ist natürlich umso größer, umso höher der Luftdruck in diesem Schlauch ist. Und dieser Luftdruck entspricht natürlich dem Druck in dem Wasser hier. Das wollen wir jetzt auch notieren. Durch den hydrostatischen Druck in der Tiefe H wird der Luftdruck in der Sonde und damit auch im Schlauch erhöht. Dadurch entsteht ein Wassersäulenhöhenunterschied, Delta L, in dem U-Rohr. Dabei ist P von H proportional zu Delta L.
Also wir haben jetzt eine proportionale Abhängigkeit zwischen dem Druck in dem Wasser hier und dem Unterschied bei diesem Wasserspiegel und diesem Wasserspiegel. Kurz können wir das Ganze mit P von H ist proportional zu Delta L notieren. Nun können wir uns das Experiment in echt anschauen. Momentan sehen wir, dass wir gar keinen hydrostatischen Druck messen, weil die beiden Wasserspiegelhöhen auf der gleichen Höhe sich befinden. Und wenn ich jetzt die Sonde nehme und sie in das Glas hier eintauche, werden wir einen Ausschlag des Manometers beobachten können und wir sehen auch, dass der Höhenunterschied in beiden Röhrchen davon abhängen, wie tief ich meine Sonde in das Wasser eintauche. Nehme ich die Sonde raus, messen wir wieder keinen hydrostatischen Druck.